Hallo Leute, hier ist wieder Andy vom Ikigai-Blog. Heute ein kleineres Tutorial beziehungsweise ein kleinerer Tipp für Google Chrome-Nutzer. Und zwar, was mich hier immer stört, ist, dass hier nicht die vollständige URL in der Adresszeile hier dargestellt wird. Wie man jetzt ja hier sieht, da fehlt jetzt hier dieses HTTPS oder die Angabe HTTP, um was es sich handelt. Klar sieht man das Ganze jetzt hier noch an diesem Schlosssymbol, da ist es dann wohl eine verschlüsselte Verbindung, aber standardmäßig wird das halt eben nicht eingeblendet. Ich hatte schon mal das behandelt und es gab früher mal die Option, über die Einstellungen, da hier dieses Omnibox UI Hide Steady State URL das Ganze zu aktivieren und dann wurde das Ganze hier auch wieder so angezeigt. Diese Einstellung gibt es leider nicht mehr, die findet man jetzt nicht mehr, wenn man danach vorgeht und ja, wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie wir das Ganze jetzt trotzdem noch hinbekommen. Abhilfe schafft ein kleines Zusatzplugin, dieses hier Suspicious Site Reporter. Wenn man dieses hier installiert und zu Google Chrome hinzufügt, Link gibt's unterhalb des Videos, dann kann man jetzt hier gleich sehen, dass HTTP und HTTPS wieder angezeigt wird. Da wird die vollständige URL wieder angezeigt. Und mir persönlich gefällt das Ganze hier so besser. Und ja, ist ein bisschen auch vielleicht auch Geschmacksfrage, wen das jetzt stört. Auf jeden Fall so kann man das Ganze derzeit wieder hinbekommen. Mal schauen, wie lange das der Fall ist. Ja, kann auch sein, dass sich das irgendwann auch wieder ändert. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EKW-Blog.